Der Einzige, der sich mit dem Mikrofon selbst vor die Küche schlägt. Tja, Super Mario 64. Wow, wow, wow. Ach du Kacke, wir haben hier alles. Naja, dann holen wir uns halt 100 Münzen. So schwierig kann das ja nicht sein. Ja, ich weiß. Ich nehme das Geld. Also ich dachte gerade, wegen den Schiebegeräuschen von den Steinen, dachte ich, meine Kopfhörer wären im Arsch. Oder würden gerade am Abkacken sein. Oder irgend so ein Warngeräusch. Oh ne. Es war... Ja. Wieso bringe ich solche Sätze eigentlich nicht zu Ende? Solche Fragen, solche tiefgründigen philosophischen Fragen stellen wir sich auch nur bei Super Mario. Nein! Nein! Doch, doch, ja. Alles easy. Und irgendwie wollte ich da auch sowieso hin. Wir haben schon 40 Münzen. Und ehrlich gesagt habe ich es eigentlich noch gar nicht wirklich versucht. Warum ist der Zweisprung so niedrig? So, so geht der. Okay. Und jetzt. Ich hab da noch was vergessen. Ja, natürlich. Ja, okay. Viel zu bereden gibt's hier eigentlich auch nicht wirklich. Ich bin froh, dass ich das Rauschen so halbwegs aus der Aufnahme rausbekomme. Ach, mein Pfeiler. Ich hasse es. Ich bin froh, sein, nicht im Abgrund gelandet zu sein. Ja. Yep. So muss sein. Ja, gib mir Fallschaden. Ja, und jetzt müssen wir auch wieder hoch, Alter, dass wir ja gar kein Ende nehmen. So viel Mühe muss ich mir hier ja machen. Ich dachte, das wird hier ganz easy durchraschen Münzen sammeln. Oh ja, dann friss ich noch. Und dann ist auch noch die Kamera auf. Und dann bin ich tot. Ich hab Z1 und ZB gedrückt. Das war normalerweise immer die krasse Attacke hier. Oder funktioniert die nicht auf Gefälle? Doch, die funktioniert auf Gefälle. Okay, dann muss es wahrscheinlich an mir gelegen haben. Ich hasse Wasserlevel. Ich hasse Wasserlevel. Muss ich das machen? Ich würde sagen, nein. Ich würde es euch gerne zeigen, wenn sich da viel Mühe geben, aber... Leider habe ich momentan echt schwache Nerven dafür. Das ist auch mal anständig. Ach ja, in einer Aufnahmesession gibt es 3 Sterne. Und ich werde mich einfach nur mehr beeilen. Finde das Pinguin-Baby. Ach, ich glaube nicht. Da ist es. Einfach irgendwie runter. Merkt schon keiner. Nein. Kann ich noch gut dran erinnern, dass ich das immer fangen muss. Jetzt. Nein! Geht hier runter? Hoffentlich. Ach, scheiße. Na und, wenigstens sind wir da. Wenn man das runterschmeißt, spawnt das da oben, oder? Hey!
so schlecht, um Pinguin zu fahren. Nein! Na, endlich mal. Los, Mario. Wunderbar. Ja, ich weiß. Ich weiß, wie wunderbar ich bin. Ja, ich weiß. Noch ein können wir noch. Ein können wir noch. Können wir dicker noch. Wir sehen den schnellen Pinguin. Ach, easy. Ach, und die Kamera kann ich auch nicht einstellen. Schönen Dank. Juri, super. Ja, solche Emotionen kommen nur bei Mario hoch. Bei Donkey Kong brille ich irgendwie nie rum. Genauso wenig wie bei den meisten Kirby-Spielen. Da bleibe ich immer dran. Ah, du Arschloch! Nein, du Wichser! Ja! Aber in Mario kann ich rumbrüllen, wie ich will. Donkey Kong kann ich mir nicht leisten, rumzubrüllen, weil ich mich einfach nur aufs Spiel konzentrieren muss. Und Kirby. Alter, Kirby, da bin ich nie so schlecht, dass ich rumbrüllen muss. Bis auf Kirby und das magische Garn. Bin ich meinem Bruder wieder Kirby. Haha! Wieso? Hätten wir nicht unten ankommen, steht er da. Oh, du bist ja viel zu schnell für mich. Oder habe ich es gerade wirklich verschissen? Würde mich mal interessieren. Ja, natürlich. Gott, ich bin so schlecht. Das glaube ich mir wirklich nicht. Und wenn man einmal ausspricht, dass man gut ist, dann hat man es irgendwie verkackt. Vor allem beim Spiel. Ja, das hier geht den schnellen Pinguin. Ja, ich stampf mich auch noch daneben. Mein Gott, damals habe ich Mario 64 sowas von gespielt. Ich habe Mario gesteuert. Das wäre ich Mario gewesen. So intuitiv. Ja, natürlich starte viel weit vor mir. Oh ja, jetzt. Da ewig noch auf der Rückwand rum. Scheiß Pinguin. Los, Vollspeed. Ja, rutsch die Wand lang. Guck dir vorne das Pinguin. Und dann mich runterdrehen. Das ist toll. Ist er noch gleich schnell oder wie läuft das? Oh, so viel schönes Geld. Ja. Ja, ja, ja. Gegen die Wand geflogen. So ein Noob. Obwohl, ich bin ja damals auf der Wand. Ja. Das ist einer der wenigen Sterne, die man im Gehen einsammeln kann, ohne dass man springen muss. Schaut's hin. Schaut's hin, ich sprech wie ein Schweizer, ey. Yay, Wonder, Bestleistung, wunderbar. Sehen wir uns später wieder in Super Mario 64.